Dieser Satz, wir werden es verhindern, der hat mich jetzt wirklich tief berührt und die ganzen Tage schon begleitet. Und dass die Botschaft von Ariadtara, die da dahinter steht, ist so wichtig. Ich lege sie euch sehr ans Herz. Ihr müsst sie unbedingt hören. Auch werden wir am Ende des Videos eine intensive Übung noch machen, die uns gut durch die Zeit durchbringt, die uns in der Kraft bleiben lässt und schützt. Also ist es ganz wichtig, dass du heute hier bist. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal und ich habe dieses wunderschöne Buch geschrieben, Das kosmische Wissen von den Plejaden. Wenn du dich dafür interessierst, klicke einfach auf den Link unter dem Video. Ich lege es jetzt mal hier rüber. Ihr Lieben, und jetzt haben wir ja diese Botschaft von Ariadtara, von Arcturus, die ich euch am Ende des Videos geben werde. Diese wundervolle Botschaft, die in mir etwas geöffnet hat und die in mir auch ganz viel Hoffnung hat aufsteigen lassen, dass wir alles schaffen. Die geistige Welt sagt so oft, wir haben die Kraft und wir werden es schaffen. Aber wenn man es einfach nochmal in einer Botschaft bekommt, finde ich, hat es einen ganz anderen Wert und das möchte ich euch gerne schenken. Diese Erkenntnis. Nichts ist mehr, wie es war, und es wird auch nicht wieder so sein, wie es einmal war. Das, was wir mal erlebt haben, das wird nicht mehr zurückkommen. Das hören wir so oft, und wir sind eben jetzt in der großen Zeit der Wandlung. Und sie sagen auch, wir sollen uns nicht davor fürchten, sondern unser Bewusstsein öffnen und die Veränderungen als Teil eines wundervollen Planes für die Zukunft willkommen heißen. Das sind die Worte. Und ich weiß, dass es gerade jetzt in diesen Jahren, in den vergangenen Jahren und in dem, was vielleicht noch kommt, wirklich sehr schwer ist, das alles willkommen zu heißen. Vor allen Dingen, wenn es negativ ist. Sie haben auch schon so oft gesagt, dass die Menschen das brauchen, dieses, also nicht alle, aber diejenigen, die eben noch nicht erwacht sind, dass die einfach eine ganz extreme Energie brauchen, um dann tatsächlich leichter erwachen zu können. Und wir, die wir schon erwacht sind, wir gehen da mit. Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen einfach da jetzt mitgehen und durchhalten und ganz viel Kraft und Mut haben. Und das haben wir. Das wird uns immer wieder bestätigt. Und wir können ja, dadurch, dass wir so viele sind, unheimlich viel bewirken. Ariadtara spricht von dieser besonderen Weisheit, von der göttlichen Weisheit, von der interstellaren Weisheit, die jeder in uns trägt. Und das wird sie, während sie uns diese Botschaft gibt, in uns nochmal richtig gut aktivieren und ausdehnen. Und das bedeutet, dass wir dann mit dieser Weisheit ein anderes Bewusstsein einnehmen können und von einem anderen Blickwinkel die Dinge sehen, die hier auf der Erde geschehen. Und dieser andere Blickwinkel, das ist der, der uns ganz viel Kraft gibt. Das heißt, der uns die Kraft gibt, durchzuhalten. Und diese Weisheit, die liegt in jedem Menschen, die ist da. Man muss sie einfach nur erwecken sozusagen und den Zugang dazu öffnen. Und das wird heute geschehen. Mit dieser Weisheit werden wir den Plan Gottes ganz anders verstehen und auch folgen können. Und das ist für mich so wunderschön gewesen jetzt die letzten Tage. Ich habe mich also dem gewidmet und habe mich voll in die Energien hinein fallen lassen sozusagen, um einfach zu verstehen und auch um in der Lage zu sein, für euch Videos machen zu können mit dieser wundervollen göttlichen Energie der lichten Wesen. Und mit diesem Blickwinkel, wenn wir den dann einnehmen, haben wir Abstand zu den Dingen, weil wir den höheren Plan kennen. Wir haben Abstand und sind dadurch eher in der Neutralität und sind dadurch geschützt und werden uns nicht so sehr mehr darüber aufregen oder traurig sein oder ärgerlich oder zweifeln oder die ganzen Ängste eben, die immer so hier so sehr geschürt werden.
Dieser andere Blickwinkel gibt uns die Kraft, durch die Zeit hindurchzugehen, und dann wird es leichter für uns. Und das, finde ich, ist so ein wundervolles Geschenk, und Ariyatara wird noch viel mehr dazu sagen, das werden wir dann gleich in der Botschaft hören. Was auch ganz wichtig ist, dass innerhalb der Botschaft die Synapsen in unserem Gehirn nochmal neu umstrukturiert werden, geöffnet werden, auch für die Weisheit und für den anderen Blickwinkel, sodass wir wirklich es wirklich, wirklich leichter haben. Und das ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich das euch überbringen darf. Auch zum Beispiel diese Kriegsenergie, die immer wieder in den Medien hochgeschaukelt wird. Wir haben die Macht, das zu beeinflussen, dass der Krieg nicht kommt. Das ist ganz wichtig, wir sollten das wissen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt im Quantenwebinar, dass wir lernen, mit den unseren Energien in der Vereinigung mit der göttlichen Energie, dass wir lernen, wirklich den Frieden herbeizuholen, den Krieg abzuwenden. Alles das kannst du lernen in meinen Webinaren. Der Link ist unter dem Video, wenn du dich dafür interessierst. Und für die Kanalmitglieder gibt es ja auch noch ein ganz wichtiges, den dritten Teil über die Quantenverschränkung, wo du auch schon sehr viel lernen kannst und es auch anwenden kannst. Das ist mir so wichtig, es liegt mir so sehr am Herzen, und ich freue mich über jeden, der jetzt zum Beispiel Kanalmitglied ist und dann dies alles in Anspruch nehmen darf. Zu meinem letzten Livestream haben wir übrigens ein Gebet gesprochen im Quantenfeld, in dem großen Quantenfeld, was ich da geöffnet habe. Und wenn ihr das vielleicht mal machen möchtet, könnt ihr dort alles hineingeben in dieses Gebet, was für euch wichtig ist. Also auch den Frieden, auch den Krieg abwenden. Alles das, was euch wichtig ist, darf dort einfließen. Und es trägt durch diese große Menge von Menschen, die alle dabei waren, trägt es einen ganz hohen Wert und hat dadurch die Möglichkeit, sich viel leichter zu manifestieren. Und die Menschen, viele Menschen befinden sich im Moment an einer Weggabelung. Die eine Seite ist der Weg des Erwachens, die andere Seite ist, das so bleiben, wie es ist. Und diese Menschen, die werden nächstes Jahr in der kommenden Zeit erwachen. Diese Menschen sind fast bereit, diese Schritte zu gehen. Es fehlt nicht mehr viel. Und das ist so erfreulich. Das bringt uns, auch uns, eine ganz große Verstärkung und Kraft. Und die geistige Welt sagt das sehr oft. Wir werden immer mehr und wir werden das schaffen. Und das ist der Punkt, denn wir verbinden uns dann über unsere Herzen hinaus, über unsere Herzen hinaus in dem höheren Bewusstsein der Liebe, und dann manifestieren wir das, was wichtig ist. Und das ist genau das, was die Erde und alle Menschen im Moment brauchen. Und das Gute, das Licht wird dadurch gestärkt. Und das alles, was sich die negative Seite ausdenkt, immer wieder diese neuen Ideen, wie sie uns gängeln könnten, in Anführungsstrichen, denn wir sind ja in der göttlichen Energie, wir sind mit dieser Aktivierung der inneren Weisheit und dem anderen Blickwinkel nicht mehr zu erreichen von der bösen Seite. Das ist das Wundervolle an diesem Video und an der Botschaft. Und dann haben wir einen ganz großen Abstand. Das Böse erreicht uns nicht mehr und unsere Kraft wird enorm gestärkt. Und dadurch finden wir auch die Bestimmung. Wir finden die Bestätigung, wo unser Platz ist. Auch das wirst du in der Botschaft von Ariyatara vernehmen. Du wirst dich an einem Platz finden, auf einem Weg finden, der deine ist. Du wirst deine Spur finden, deinen Weg. Und wenn du das für dich fühlst, dann bist du sowas in deiner Kraft. Dann ist dein Weg gesichert, dann wirst du durch die Zeit durchkommen, weil nämlich du dann das Positive ausstrahlst und ihr wisst über das Gesetz der Resonanz, das, was du ausstrahlst, das ziehst du an. Und von daher kann ich nur sagen, danke Ariyatara für diese wundervolle Botschaft.
Sie wird so vielen Menschen helfen. Und nach der Botschaft bekommen wir eine ganz effektive Übung, wie wir in unserer Kraft bleiben. Und diese Übung, die kann man ganz schnell mal unterwegs auch machen. Sie schützt sehr und hält uns in der Kraft. Und das ist das Wichtigste in der aktuellen Zeit, um gestärkt hindurchzugehen und um das Licht noch mehr zu unterstützen. Beide, das Gute und das Böse, kämpfen miteinander. Und je mehr wir dem Licht unsere Kraft und Liebe geben, umso stärker wird es werden. Die geistige Welt sagt immer, die Liebe hat die größte Kraft. Und das ist auch so und das wird auch so bleiben. Mit Liebe kannst du alles erreichen. Mit Liebe kannst du heilen. Und alles, was aus Liebe besteht, bleibt bestehen. Alles, was nicht aus Liebe besteht, wird vergehen. Das ist ein Satz, den ich so oft höre. Und der wird sich immer mehr bewahrheiten. Es fällt so viel zusammen in der aktuellen Zeit und all das, was zusammenfällt, ist nicht von Liebe getragen. Und deswegen entsteht dann daraus etwas Neues, was nur noch die Liebe ist. Und das ist das, was wir kreieren und manifestieren mit unserem Herzen, mit unserem Bewusstsein, mit der Ausdehnung, die wir heute bekommen. Das ist ein ganz großes Geschenk und es ist so wichtig, dass du heute hier bist und dass ich dich mit dieser Botschaft unterstützen darf. Denn du wirst es spüren und wir sind alle die Leuchttürme des Lichtes und das, was wirst du spüren, es wird dich stark machen, deinen Weg weiterzugehen. Und das ist das Wichtigste, dass wir nicht aufgeben, sondern im Vertrauen weitergehen. Und dann kann uns niemand einfangen. Das ist ganz einfach. Und wenn die andere Seite nichts mehr von uns, von der Angst bekommen kann, dann werden sie sich woanders diese Nahrung suchen. Und wir können den Weg des Lichtes weitergehen. Für alle Menschen. Für alle Menschen, die hier auf der Erde sind. Und wir haben ganz viel Kraft. Viel mehr, als wie wir denken. Viel mehr, als wie wir uns das vorstellen können. So, und jetzt möchte ich euch nicht länger in Spannung halten, sondern wir werden jetzt gleich mit der Botschaft von Ariatara beginnen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Geliebte Menschen des Lichtes der Erde, ich bin Ariatara und ich begrüße euch mit dem Segen des Lichtes vom Arcturus. Es ist mir eine sehr große Freude, heute zu euch sprechen zu dürfen. Denn wir, die Arcturianer, wir sind bei euch, um das Licht zu stärken. Wir möchten euch bitten, wachsam zu sein und die Zeichen der Zeit zu verstehen, die wir euch zur Unterstützung senden. Bitte verschließt euer Bewusstsein nicht vor der Veränderung, sondern öffnet es und vertraut auf Gottes unermessliche Weisheit. Bewahrt das Licht in eurem Herzen und lasst es für alle sichtbar werden. Ihr seid in der Lage, das neue schöne Zeitalter zu kreieren, in welchem es nie wieder Krieg oder Zwietracht geben wird. Ihr seid alle in der Lage, das Böse zu besiegen. So lasst es uns gemeinsam erschaffen, das Neue. Wir möchten euch ermutigen, glaubt an eure Schöpfungskraft und seid mutig, denn ihr werdet es schaffen. Zuerst müsst ihr durch das Tal der Dunkelheit gehen, aber nur um gestärkt an das Ufer des neuen Bewusstseins zu gelangen. Wir, die Arcturianer, sind bei euch und stärken euren Glauben daran, dass durch euch
Gutes geschehen wird. Vergesst nicht, wir verhindern, dass das Dunkle Überhand gewinnt, indem wir euch mit Kraft und Liebe stärken. Wir helfen euch, euch von alten Befürchtungen zu befreien und euch dem Licht vollkommen zu öffnen. Seid bereit und begrüßt mit offenen Armen die Veränderungen. Seid stark und vertraut darauf, dass Gottes Licht in uns allen lebt. Wir alle sind eins und Gottes Plan wird in Erfüllung gehen. So lasst uns gemeinsam für das Große und Ganze wirken und die Menschheit ins Licht zu führen. Und so öffne ich nun für dich einen Weg, der vor dir liegt, und du wirst erkennen, ob auf diesem Weg deine Spuren des Lichtes zu finden sind. Und du wirst gerufen, diesen Weg des Lichtes zu gehen. Und wenn du dir erlaubst, dich jetzt ganz tief in diese Energie fallen zu lassen, dann wirst du spüren, wo deine Berufung liegt. Du wirst spüren, wo deine Kraft ist und wo dein Platz in dem großen Geschehen ist. Und so gebe ich dir ein wenig Zeit, damit du dein Licht findest. Finde deinen Weg. Finde deine Bestimmung. Du bist einzigartig und groß. Du bist so viel mehr, als wie du meinst. Und so fließt die Energie des All-Einen zu dir hinein. Liebe und Licht fließen durch deinen Körper und dehnen dich aus. Die Energie von Arcturus berührt deine Aura, und wenn du dich öffnest, wird sie dein Bewusstsein verstärken und dich in die Lage versetzen, dich zu erinnern, wer du in Wirklichkeit bist. Und so frage ich dich jetzt, bist du bereit, dein Bewusstsein zu erweitern und deinen Geist aufzuräumen? Denn dann kannst du dich jetzt noch viel mehr öffnen. Und wenn du mir ein inneres Ja gibst, helfe ich dir, dich zu befreien von allem, was dich belastet. Und so werden die Energien der Angst, des Zweifels, der Unruhe, der Sorgen, all dies wird in Licht transformiert. Und es geschieht in der liebevollsten Weise, zum allerhöchsten Wohle für dich. Wir helfen dir, aufzuräumen in deinem Geist. Und das, was dich ängstigt oder schwach machen könnte, wird einfach transformiert. Kümmert euch nicht mehr um die Dunkelheit. Geht nicht mehr in die Wut oder in die Angst, sondern verwandelt alles in Liebe und lichtvolles Bewusstsein. Bewusstsein ist die Kraft, welche Gottes Plan zum Erfolg führen wird. Und so lasst uns gemeinsam unser Bewusstsein erheben und die Wunder Gottes erkennen. Denn es wird euch vorkommen wie ein Wunder, wenn es dann vollendet ist. Ein Wunder, ein wunderschönes, neues kommt auf euch zu.
Etwas Großes wird geschehen. Und dem Bösen steht bald keine Kraft mehr zur Verfügung, wenn ihr euch aus der Angst befreit. Das Böse wird immer schwächer werden, wenn ihr es nicht mehr beachtet. Und wir wissen, dass ihr das verstanden habt. Wir wissen auch, dass ihr erkennt, was zu tun ist. Und wir wissen, dass ihr alles schaffen werdet. Ihr seid stark und lichtvoll und extra für diese Aufgabe auf die Erde gekommen. Befreit euch in Liebe, in Bewusstsein und Mut von den vermutlichen Fesseln der Dunkelheit. Geht den Weg des Lichtes mit erhobenem Haupt und baut auf Gottes Plan und schöpft Kraft aus der Quelle des Bewusstseins. Lasst uns gemeinsam das neue Gute erschaffen. Und lasst euch nicht von der bösen Seite erschrecken. Fühlt in euer Herz und nehmt Kontakt zu eurer Seele auf. Befreit euch von niederen Energien der Angst und des Zweifels. Ihr seid alle Wesen der Liebe und des Lichtes, und die Liebe hat die größte Kraft. Bewahrt Gottes Licht in eurem Herzen, damit es sich in allen Formen auf der Erde manifestieren kann. Baut auf Gottes Plan und vertraut auf die Unendlichkeit der Weisheit des Universums. Und so wird euer Bewusstsein aufblühen und Gottes Plan wird sich offenbaren. Und wir wissen, dass ihr bereit seid zu sehen und zu erkennen. Es ist noch nicht zu spät. Ihr habt noch Zeit, um alles zu ändern. Jedoch wird die Zeit langsam knapp und es ist nötig, dass ihr aktiv werdet. So senden wir euch Zeichen, damit ihr wisst, dass wir bei euch sind. Ihr werdet die Zeichen erkennen und sie werden euch Kraft geben. Öffnet euch dem Licht. Denn die neue Realität ist schon längst erwacht. Sie ist schon da. Manche von euch können sie bereits erkennen. Andere brauchen vielleicht noch etwas Zeit. Bitte habt Geduld und vertraut. Verlangt nicht alles auf einmal. Es wird kommen. Alle Menschen werden den Weg in das Licht finden. Und gemeinsam schaffen wir alles. Unsere Lichtschiffe haben wir schon sehr lange in der Nähe der Erde platziert. Wir beobachten das Geschehen und sind bei euch. Wenn ihr am Himmel, und es geschieht meistens in der Nacht, Lichtblitze seht, dann sind es Zeichen von uns. Und sobald ihr sie seht, verbindet euch mit mir, Ariatara, und ich bin sofort da. Ich gebe euch Kraft und Halt. Und ihr werdet es spüren in eurem Herzen. Ihr werdet Sicherheit und Frieden erlangen. Und dieses Licht wird sich auf der Erde ausbreiten und alles unterstützen, damit Gottes Plan sich erfüllt. Und so habe ich voller Liebe zu dir gesprochen und habe das Licht von Arcturus zu dir gebracht. Und so verabschiede ich mich nun mit dem Segen des Lichtes von dir, geliebter Mensch,
So soll es sein. Wir sind bei dir. Und nun soll ich dir diese einfache Übung zeigen, die dich immer wieder zur Ruhe kommen lassen wird und schützt. Wenn also etwas im Außen passiert, was dir Angst macht, was dich aus der Mitte bringt, dann nimm einen tiefen Atemzug und fühle in dein Herz hinein. Spüre in dir deine göttliche Flamme, genau hier am Herzen, und dann denke an alles, was ist, an das Zentrum der Liebe im Universum. Und in diesem Moment, wenn du dein Herz öffnest, beginnt dich der Strom der Liebe des All-Einen zu berühren. Und das wird dich schützen und dir Sicherheit geben. Du kannst dies immer im Laufe des Tages zu jeder Zeit tun, wenn dir danach ist. Und du wirst spüren, wie sehr du von Liebe getragen bist und Gottes Nähe bei dir ist. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst. Und schreibt mir bitte unter dem Video, wie es euch gefallen hat, und teilt das Video, denn diese Botschaft ist so wichtig, sich selbst zu erkennen und den Weg zu sehen, auf dem man ist. Wer mich noch nicht abonniert hat, der darf dies gerne tun, um weiter so wichtige Botschaften zu erhalten. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Zeit im Lichte. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.